Fuß. Na toll. Ja, klasse. Alles abgeschlossen, nur ein Loch in der Wand hier. Ja, klasse, Ron. Du hast hier die Vollkaltung. Speichern mal. Sicher ist sicher. So, ja. Bitte überschreiten. Überschreiten. Überspeichern. Überschreiben. Ist das der normale Weg zur Mädchenschlette? Hier waren keine Türen. Was ist das für ein komischer Gang? Da waren keine Türen. Nur Löcher. Aber bestimmt waren da vorher Türen und der hat einfach nur aus den Türen Löcher gemacht. Ich glaube, den kriegen wir nicht einfach durch so einen Rost. Harry, du lenkst den Troll ab und ich suche Hermine. Ja, toll. Können wir das nicht andersrum machen? Oh je. Ich sehe eigentlich, wo ich gerne ich hinlaufe. Ja, ohne. 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 Ah. Großer, hässlicher Troll im Nacken. Uah. Hilfe! Ah! Bohnen! Bohnen! Oh ne. Das ist aber auch irgendwie so typisch, oder? Dass es so ein Level gibt. Uah, ich dachte, ich hätte es geschafft. Bohnen! Bohnen, Bohnen! Ich brauche alle Bohnen. Jetzt mal aufhören, die Fackel hier so. Uah, hast du eine Bohne liegen lassen? Also Glück gibt es immer mehr Bohnen, als die man braucht. Aber ich will es auch nicht drauf ankommen lassen. Bohne. Da wieder Bohne. Aua! Nein! Das tut doch weh! Wie? Direkt komplett. Ich war doch hier komplett voll mit meiner Blitznarbe da. Das finde ich jetzt aber nicht fair. Das finde ich gar nicht fair. Und ich muss wieder alles nach vorne machen. Oder? Ah, nee, doch nicht. Doch, da, da. Naja, die ist vielleicht die eine Bohne da noch, die ich eben nicht gekriegt habe. Ah! Wie habe ich die da nicht gekriegt? Bohne. Hä? Warum fehlen mir auf einmal so viele Bohnen? Ah, scheiße, jetzt habe ich schon zwei hier nicht gekriegt. Habe ich jetzt eben schon so viele Bohnen hier eingesammelt? Das ist doch irgendwie 76 oder sowas. Ah ja, okay, das... Sammle ich hier echt viele Bohnen ein. Aber ich sehe nichts. Ah! Verdammt, jetzt hatte ich auch noch... diese blöde... Na, was soll denn das? Oh! Das ist so eine hohle Fritte, ey. Springt einfach irgendwo hin und pff, tot. Mann, zum Glück hast du mehr Leben als eine Katze. Also, ich spüre Absicht, weil ich will ja alle Bohnen kriegen, ne? Ist klar. Da, da. Da. Zack. Blöder, hässlicher Troll, ey. Ja, ja. Wow, 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 wow. Ja, ich hab wieder nicht gekriegt. Ich will unbedingt mal merken. Puh, bei mir rutscht die ganze Zeit der Daumen vom Analogstick runter. Weil ich die ganze Zeit so da unten halte. Damit der anständig läuft. Ich seh doch nichts! Ja! Es war blöd, wenn man den Weg gar nicht sehen kann. Ha, noch gekriegt. Schon fast gedacht, die krieg ich nicht mehr. Nein! Wow. Wow. Ich habe mich gerade sterben sehen. Okay. Was? Nein, das war's gar nicht. Der Obdach, der springt hier so voll in das Spiel rein. Wo ich nichts sehen kann. Wow. Wow. Boah, Zickzack-Kurs ist nicht gut. Also ich finde, wenn man schon hier stirbt, ne? Könnte er sich zumindest hier diese
Kurzabschnitte merken. Also ich sammle die ganze Zeit die Frösche ein, die ich nicht brauche. Also wie viele Frösche hier auf einmal liegen? War es das? Sieht aus wie ein Mädchenklo. Puh, ich glaube, den Parcours haben wir geschafft. Aber verdammt viele Bohnen nicht gefunden. Ich hoffe, die fehlen mir hinterher nicht. Bist du in Ordnung, Herr Müller? Voll den langen Weg zum Klo, oder? Wenn man mal dringend aufs Klo Harry, muss. Ich versuche, den Knüppel des Trolls zu verzaubern, so dass er ihm auf den Kopf haut. Verwende den weichen Zurückfluch, damit die Toiletten damit aufhören, uns zu schlagen. Okay. Ne, irre langer Weg zum Klo, verdammt. Was ist das denn? Ja, ey. Warte, trifft dich! Ja genau, ich wirf auf Ron. Nee. Ich treffe einfach nicht! Ich hab nicht einmal diese verdammten Schüsselteile getroffen. Ja, natürlich weiter. Ich wollte lernen, damit ich diesen blöden Wichter nicht nochmal runterlaufen muss. Ja, können wir das skippen? Bist du in Ordnung, Hermine? Der hat die Abkürzung genommen. Harry, ich versuche den Knüppel des Trolls zu verzaubern, so dass er ihm auf den Kopf... Ja, ist gut. Verwenden. Ja, ist gut. Ah, getroffen. Ich hab doch... Ah, getroffen. Getroffen. Ich glaube, so ist gut. Ha! Musst du den richtigen Punkt die ganze Zeit halten. Nein! Wer war mehr auf mich, Mann! So. Ah, ja, geschafft. Klong. Gute Nacht. Aber Hauptsache, mein Zauberstab war jetzt nicht in seiner Nase. Hast du das gesehen? Danke, Jungs. Bitte. Kostet aber extra. Jetzt sind wir doch erst Freunde. Guck mal, ich mal wieder Quidditch spielen hier. Wir haben Post. Harry, Hogwarts zweites Quidditch-Spiel in diesem Jahr beginnt jetzt gleich. Gryffindor tritt gegen das zweifellos talentierte Ravenclaw-Team an. Ich weiß, das kommt etwas plötzlich, aber du bist der beste Sucher, den wir seit Jahren hatten. Wir warten alle auf dem Quidditch-Platz auf dich. Also komm bitte sofort. Stellvertretende Schulleiterin McGonagall. Na, also ich wollte auch noch da oben rumlaufen und mir die ganzen Bohnen einsacken und allem. Ja, toll, ey. Bin schon direkt wieder bei dem Quidditch-Feld. Machst dich fürs Quidditch-Spiel fertig, was? Wird ein weißt aufregendes wenn Spiel werden. Gelesen hätten. Ravenclaw ist ein gutes Team. Hagrid, was weißt du über den dritten Stock? Du meinst Fluffy? Fluffy? Hab ihn letztes Jahr in einer Kneipe von so einem kleinen Griechen gewonnen. Hab ihn Dumbledore geliehen. Bewacht damit den... Er bewacht was? Frag mich nicht mehr danach. Ist streng geheim, jawohl. Vergiss den Hund und das, was er bewacht. Ist eine Angelegenheit zwischen Professor Dumbledore und Nicholas Flamel. Wer ist Nicholas Flamel? Vergiss es. Bin weg. Du solltest dich besser beeilen, Harry. Das Quidditch-Spiel fängt gleich an. Aber welcher Hund? Wir haben noch gar keinen Hund gesehen. Da fehlt einfach voll viel in dem Spiel. Da hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können. Naja. Ravenclaw werden wir wohl schaffen. Willkommen beim Quidditch. Ich heiße Lee Jordan und bin der Kommentator. An jedem Ende des Quidditch-Feldes gibt es drei Tore.
Jäger spielen mit dem Quaffel und versuchen, ihn durch die Ringe zu werfen, um Punkte zu erzielen. Es ist wichtig, die Klatscher immer im Auge zu behalten. Klatscher sind verzauberte Bälle, die einen vom Besen hauen können. Jedes Team hat zwei Treiber, die versuchen, diese Klatscher abzuwehren. So, ist ja, vergessen Sie es mal. Auch in diesem Spiel ist Harry Potter der Sucher des Gryffindor-Teams. Im letzten Spiel gegen Hufflepuff hat er den Schnatz gefangen und seinem Team somit zum Sieg verholfen. Kann ich das eigentlich auch verlieren? Achtung! Wenn der Schnatz auftaucht, setzt er Geschwindigkeitsringe frei, die es dem Sucher möglich machen, schneller zu fliegen. Da kommt Potter! Da kommt Potter! Voll genau gleich geskriptet, ne? Genau gleich. Ein goldenes Glänzen. Nur gegen ist das der blaue Schnatz? Statt gelbe. Potter hat den Schnatz gewonnen. Yay! Wie hat Nimbus 2000. Ja, das ist ja noch schön Lupen machen. Damit der Schnatz auch kurz noch einen Vorsprung bekommt. Potter wäre beinahe getroffen worden. Gewonnen. Ich habe noch nie jemanden so fliegen sehen. Wovon bin ich weiter getroffen? Da ist ein Klatscher. Aber die sind 5 Kilometer weit weg. Da ist wieder einer. Da ist noch einer. Hä? Wie viele sind denn jetzt hier im Spiel? Nur so zwei. Kommt dem Schnaps immer näher. Zack. Da kommt ein Klatscher. Nicht getroffen, Schnaps getroffen. Und jetzt kommt der Sucher, der Ravenclaws. Da kommt der Sucher von Ravenclaw. Ist noch nicht Cho Chang anscheinend. Sieht nämlich zu männlich aus. So, der rappt mich die ganze Zeit, der ist geil. Rote. Verdammt, nicht getroffen. Da war beinahe ein Klatscher mich erwischt hier. Da hat mich ein Klatscher erwischt. Wow. Wow. Schon wieder ein Klatscher. Das war knapp. Da kommt ein Klatscher. Ah! Muss ja da lang. Ja, hallo, warum kriegst du denn die gute Kugel nicht? Da wäre beinahe getroffen worden. Seht euch nur an Potter an. Potter übernimmt die Führung. So. Hervorragend! Ah! Wo ist denn jetzt hier? Knapp. Ja, ist klar, das ey. Tat weh. Er weicht einem heranrasenden Klatscher aus. Weil habe ich gerade U gemacht, obwohl da gar kein Klatscher mich getroffen hatte, ne? Das war knapp. Boah, das der eiert so rum, ey. Ich hasse alle möglichen Arten von Rennspielen, ne? Bin ich echt kein Fan von. Er weicht einem heranrasenden Klatscher aus. Ja, hey, hallo. Da kommt ein Klatscher. Da bin aber wie es anständig kommentieren würde. Ja, hallo, wo fliegst du denn hin hier? Ja. Das war Potter verliert die Kontrolle. Ja, aber total. Potter verfolgt ihn. Ja. So, ich drücke. Ich hab doch gedrückt! Das ist der helle Wahnsinn! Ey, was soll denn das? Ah, geht doch! Mann! Maximale Punktzahl für Gryffindor! Mann! Also das mit diesen Reaktionsdrücken und so, das ist bei dem Spiel richtig grottig schlecht, ne? Also, da musst du nicht dann drücken, wenn es da ist. Nein, du musst 100 Minuten vorher drücken. Wenn nicht sogar 100 Stunden. Total nervig sowas. Aber wir haben es geschafft. Hab schlechte Neuigkeiten, Harry. Norbert geht es nicht gut. Er ist sehr krank. Müssen ihm ein spezielles Drachentonikum verabreichen, um ihn wieder aufzupäppeln. Für das Tonikum braucht man ein paar sehr seltene Zutaten. Aber die gibt es hier im Schloss nicht. Müssen in die Winkelgasse, um sie zu kaufen. Wie, jetzt komme ich doch mal in die Winkelgasse? So mitten im Buch? Ist klar. Hätte man ja nicht von vornherein machen können, am Anfang.
Bestimmt sind Fred und George jetzt auch da und wollen andere Bohnen. Also das ist blöd gemacht. Dass man jetzt in die Winkelgasse kommt. Brauchen 3 Pfauenfedern, eine Uhu-Feder und 3 Warzen einer violetten Riesenkröte. Ohne Geld können wir jedoch nichts kaufen. Geh zu Gringotts und hol ein paar Knuts, Sickel und Galeonen. Griphook wird dich erkennen. Woher denn? Bin im tropfenden Kessel und trink ein paar Butterbierchen, falls du mich suchen solltest. Sehen uns, wenn du alles erledigt hast. Ja, nee, ist klar. Ich gehe jetzt in die Bank, hol mein Geld und hol dann das Zeug da, ne? Während du dir eine, weiß ich nicht, wo gibst. Ein defekter Kessel haben wir hier einen Aufruf angezählt. Deshalb haben wir heute leider geschlossen. Auf Ruhe. So. Ich komme ja gar nicht da rein. Wegen Urlaub geschlossen, bin nächste Woche zurück. Ja, toll, ey. Ist man hier einmal in der Winkelgasse und dann ist hier alles zu. Elops, Eulenkaufladen. Der hat auf. Harry Potter, nicht wahr? Nein. Ich habe gehört, Sie suchen eine Uhu-Feder. Geben Sie mir 3 Sickel und Sie dürfen hinten rausgehen, um sich selber eine zu holen. Sie haben keine Sickel, stimmt's? Gehen Sie doch mal zu Gringotts, der Koboldbank. Ach Mann. Ich bin Harry Potter. Nein, ich bin der Neubotten. Aber gib mir die Federn einfach so. Eigentlich müsste ich doch hier komplett umsonst durchkommen. Ah ja, dann lebe nicht. Schließlich habt ihr es mir zu verdanken, dass Lord Voldemort nicht mehr unter uns ist. Müsst ihr doch schon ein bisschen dankbar sein. Ah, da können wir speichern. Ich will immer auf X drücken, ne? Ich hasse es, wenn Tastaturbelegungen nicht so intuitiv sind, wie ich das für mich meine brauche. So, ich will hier rein. Harry Potter! Halt dich von hier fern! Das ist die Nocturngasse! Ich weiß, falsches Buch. In den Geschäften hier bekommst du nur Dinge, die mit den dunklen Künsten zu tun haben. Ja, will ich ja. Jetzt mach, dass du wegkommst, bevor ich dich in eine Wühlmaus verwandle! Ich finde schon witzig, wie sie trotzdem so Sachen aus dem zweiten Buch mit eingebaut haben. Fleischfressende Schnecken, die waren erst im zweiten Buch. Mit den Kürbissen. Die alte mit den Fingernägeln war im zweiten Buch. Das ist ein langweiliger Job. Aber bestimmt gut bezahlt. Banker, ne? Tolle Sache. In Gringotts im zweiten Teil für den Gamecube kommst du nur rein, wow, wenn du mit dem Game Boy Advance auch die entsprechenden weit bist. Willkommen bei Gringotts, Mr. Potter. Sie können die Verliese erst betreten, wenn Sie alle Formulare eingesammelt und sie dem Kobold draußen vor der Tür überreicht haben. Wenn Sie durch diese Doppeltür gehen, befindet sich das erste Verlies auf der linken Seite. Viel Glück! Ey, ihr habt jetzt alle eure Formulare da verschludert und ich soll die wieder alle einsammeln, ey. Ja, will ja mein Geld rankommen, das muss man nicht mal reinziehen. Das ist mein Geld, was ihr hier verwaltet. Ne, ich soll da nach links. Und ihr verschludert hier alles. Also, möchten Sie einige Knuts einsammeln? Ja. Wenn Sie das erste Verlies besuchen möchten, müssen Sie zunächst die entsprechenden Formulare einsammeln. Beeilen Sie sich, denn sonst müssen Sie wieder von vorne anfangen. Mann. Ja, hallo? Ja, was ist denn das hier? Bleib einfach mal an der Kante hängen. Ja, hallo. Kannst du das auch mal einsammeln, du doof? Wo muss ich jetzt hin? Ah! Sammel es doch auch gefälligst mal ein. Wie immer dran vorbeigeht, Ex.